Einen Sommerkinoabend konnte man im Schlosspark Vösendorf genießen. Der beliebte Kultfilm Mamma Mia, die Verfilmung des ABBA-Musicals, lockte viele Besucher bei heißen Temperaturen zum gemütlichen Filmschauen. Best! Sie sprechen mir aus der Seele. Also welcher ist dein Vater? Sam, Bill oder Harry? Keine Ahnung. Kino unter freiem Himmel erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Vergangenes Jahr veranstaltete die Gemeinde Vösendorf zum ersten Mal das Sommerkino im Schlosspark. Und auch heuer gab es wieder Filmgenuss mit Picknick-Feeling. Es ist letztes Jahr sehr, sehr gut angekommen und deshalb natürlich starten wir in die zweite Runde. Es ist auch immer hier der Auftakt für unser Kulturprogramm, das jetzt auch mit dem Herbst weitergeht. Und ja, die Leute freuen sich. Wir sehen, es wird schon langsam voll. Die Leute kommen mit Sesseln, mit Decken, sogar mit Liegestühlen. Also ein gemütliches Ambiente bei perfektem Wetter und wir freuen uns. Also ich finde das super. Also wir waren schon in Luxemburg. Und darum wollen wir, dass es da auch, ich habe es schon voriges Jahr schon gehört, aber da bin ich irgendwie zu spät gekommen. Und heuer passt der Film Mamma Mia und das finde ich super. Ja, ich finde es auch ganz cool, dass man halt draußen zusammenkommt und sich dann einen Film anschaut. Und ja, das Einzige, was ich nicht so toll finde, ist, dass es jetzt genau in der letzten Woche ist, wo es so heiß ist. Ich finde es eigentlich ganz cool. Das Problem ist, wenn es jetzt dunkel wird, dann werde ich oft schon sehr viel Gelsen gestochen und ich bin allergisch. Hast du was mit dagegen? Ja. Ich sehe, es ist jetzt gut vorbereitet gekommen. Ja. Picknick, best wie Picknick, mit Film. Die Besucher machten sich auf der Schlossparkwiese gemütlich. Manche hatten Decken mit, andere wiederum Campingsessel oder Klappstühle. Snacks, Popcorn und Getränke gab es bei einem Stand. Somit stand einem gelungenen Filmabend nichts mehr im Wege. Wir haben heute den Klassiker, den Liebesklassiker Mamma Mia. Ich glaube, dazu gibt es gar nicht viel zu sagen. Wir freuen uns natürlich alle schon auf die wirklich bekannten Hits, wo man mit tanzen kann. Und morgen geht es dann auch weiter mit einem Klassiker, mit einem Blockbuster, Guardians of the Galaxy Teil 3. Also ich glaube, wir haben hier wirklich für alle Altersgruppen und alle Genres gut abgedeckt. Und kennt ihr den Film schon? Ja, ja. 1000-mal geschaut. Ja, ja, auch schon. Welche Rolle hat ABBA in ihrem Leben gespielt schon? Boah, in meinem Leben Griechenlandurlaub. Aber sonst eigentlich jetzt nicht mitgefallen, wie gesagt, die ABBA-Lieder und ja, der ganze Film, die gefällt mir eigentlich sehr gut. Was könnt ihr über den Film erzählen? Worum geht's? Ja, es geht um eine Liebesgeschichte auf einer Insel. Aber hauptsächlich geht es auch darum, dass die Mutter mit sehr vielen Liebhabern geschlafen hat und deswegen nicht weiß, wer der Vater von ihrer Tochter ist. Das wollen sie herausfinden. Sieht ganz so aus, als hättet ihr schon Spaß. Oh ja. Früher hatte ich auch meinen Spaß. Oh, das können wir uns vorstellen.